Jo. Hallo und willkommen zu einem neuen Guardian Free Guild War. Wir haben eh schon gewonnen. Ich schau kurz durch. Vorher gesehen hier bei Verrat, diese Aura schaut richtig mega geil aus, ja. Also ich habe dann direkt mal, ich glaube Pern und Theo. Warte, ich muss nochmal nachschauen. Perna. Jo, Pern und Theo habe ich auch die zwei Ohren gegeben. Gehen wir Rogue Wings. Das heißt, ich werde jetzt irgendwie Pern und Theo usen. Frage ist, wo und gegen wen. Gut, ich würde sagen, gegen ihn hier. Ziemlich geiles Team irgendwie, finde ich. Silvia, Theo und Würde. Gut, was machen wir mit dir? Dann. Tja. Weil ich von Verrat geredet habe, dann nehmen wir gleich Verrat. Was brauchen wir noch? Ich glaube, ich kann Bernhard und Theo nehmen. Oh mein Gott. Ja, keine Ahnung, ich probiere es einfach mal. Okay, und Eagle. Garu und Caiman. Das heißt Feuer, Wasser. Das heißt, wir brauchen schon mal irgendeinen Wasser-Damage-Dealer. Und irgendwie ein Feuertank zum Beispiel. Da würden sich Twins ganz gut anbieten. Zusammen mit Chloe, würde ich sagen. Hahaha. Okay, Bernhard ist schneller, ist eh klar. Allerdings glaube ich, dass gecuttet wird. Nein, wird nicht. So. Na, sehr gut. Ja, komm, Verrat, mach mich stolz. Sehr gut. Und Pop Endur. Tja, freeze ich oder freeze ich nicht? Nein. Ich hätte vielleicht gerade Theo killen sollen. Okay. Ja, es war eh klar, dass du jetzt Glancing rauf machst. Schauen wir mal, ob wir irgendwie Glancing runter bekommen. Okay. Oh, what the fuck, ey. Komm, freeze wenigstens. Oh mein Gott, ja. Stop. Das ist so geil. 280 Damage jedes Mal, 300 Damage. Autsch. Aber sie kommt halt irgendwie so dreimal dran, bevor mein Verrat dran kommt. Ein fucking Glancing killt mich. Komm, Brockenvio. Danke. Und Freeze. Gib dir die Vio-Proc schon wieder. Komm, Verrat. Nein, hör mal auf, chill bitte. Vioproc. Kill. 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 Alter Schwede, hä. Calculations, okay. Eagle ist schneller. Hab mir fast gedacht. Ist aber eigentlich nicht so wild. Na, vielleicht doch. Gut, wir brauchen ein bisschen Glück. Ein Defense Break zumindest, sehr gut. Ein Vioproc, nein. Können wir Garo killen? Vermutlich nicht. Okay, aber er ist ziemlich low. Okay, kill. Vioproc. Nein. Kimon. Naja, okay, das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr.
Ja, crit mich halt nochmal. Fuck. Tja. Chloe zu langsam. Wobei. Hätte glaube ich auch nichts gemacht, ne? Chloe hat so, so getankt, sag ich mal. Egal. Okay. Wo kann man dann Perna usen? Okay, hier kann man Perna usen. Team kann ich mirren. War mal eine Zeit lang mein Lieblingsteam. Und dann kam der Molong Nerf. So. Pentatheophilia. Tja. Komisches Team irgendwie. Irgendwie dachte ich so an irgendwas mit Bulldozer. Bulldozer Kali. Dann hätte man im besten Fall nur noch Theo über, der uns dann zu Tode proppen kann, so wie wir es heute schon ein paar Mal gesehen haben. So, Molong hat natürlich wie immer nichts gemacht. Sehr gut, sein Molong hat sich dafür gerade gekillt. Die Aura schaut doch echt mega aus, oder? So, kill Perna. Snipe Molong. Ja, beruhig dich. Fehlt nur noch, dass du mich gerade stunst. So, voll und Blossoms für nichts, aber attackbar. Sehr gut. Wenigstens block ich auch ein Vio. Ja. Nein, ich muss sagen, die Aura finde ich echt mega geil. Das ist irgendwie echt so mehr Motivation für mich als der komische RTA-Skin. Vor allem überhaupt den Dragon Knight, also ich. Keine Ahnung, ich will irgendwie nicht mal. So, die Kütz. Kill ich irgendwas gleich mit Bulldozer. Dann besteht die Chance, dass Theo meine Kali killt. Wollen wir wetten, er macht. Kill Panda. Wow. Hätte ich nicht gedacht, dass er ausgerechnet auf Bulldozer geht. So. Stun ist gut. Können wir dich killen, trotz Shield. Jo. Gut, Single Dingsterbumster. Tja. Selbst wenn er rausgeprockt wäre, hätte er sich dann selbst gekillt wegen Dot. Hey, Daphnis. Oh, ich glaube, wir müssen ihn hier machen. Oder ich glaube, wir müssen ihn machen, ha? Vampire Lord. Okay, Double Paladin, Skogo. Tja. Ach shit, Chloe ist ja down, ne? Ah. Hätte ich fast Katarina gemacht. Ja gut, was machen wir mit dir? Tja, ich würde sagen. Oak. Ah, ich weiß nie, wie viel Damage Kacks Google macht, wirklich. Das ist immer mein Problem. Wie viel HP hat man? Okay, eh nicht so wenig. Dann. Nimm mal Fran. Ja, nimm mal Fran. Und.
Tja. Wie wär's mit Windmarke? Ich habe keine Ahnung. Dann nehmen wir HP Lead. Wird schon schief gehen. Gut, und da unten normalerweise würde ich sagen Lucian. Aber wir wollen irgendwie mal sehen, wie useless der Vampire Lord ist. Deswegen. Tja. Panda Diana. Charlotte. Und gib ihm. Egal. Schauen wir mal. Irgendwie habe ich voll wenig Units, fällt mir auf. Das ist voll behindert. Okay. So, Provoke schon mal verkackt. Wäre cool, wenn wir Google Defense breaken könnten. Okay, jetzt schon mal keine Immunity. Machen wir Team Up. Sehr gut gestunt. Reduce Attack Bar. Defense Break. Oh. Was dann? Nein, okay, machen wir halt wieder. Scheiße. Irgendwie macht Skogel voll wenig Damage, oder? So, Defense Break. Nice. Puh, fast langweilig. Ich glaube, der macht schon. Ich würde. Schon hat sicher Provoke ready, ne? Und dann glänzt er sich selbst, aber egal. Ich will sie nicht. Reduce Attack Bar. Ah. Ja, verkackt. So, Team Up. Kill. Oh. Pure Enttäuschung. Skogel of Destroy. Nicht so wild, scheinbar. Ja, irgendwie ist Rogue schon lustig, ja. Ich habe eigentlich schon überlegt, ob ich ihm nicht meine Theo-Runen mal gebe. Und hätte irgendwie so 200 Crit Damage auf Vio. Okay, ein Disperse dann. Wir gehen natürlich auf Theo. Lass den Vampire-Krüppel halt mal irgendwie was machen. Na gut, ich stand jetzt nicht, damit der Vampire Lord irgendwie mal drankommt. Hat sich hier noch die Standardrunen oben. So, geh mal der Flymer. Dann nochmal Heal, dass sie irgendwie mal drankommen. WTF, man, wie langsam kann man sein? Wow. Blutpakt, overpowered. Na gut, was soll's, ja. Ich glaube, da hilft selbst das Hinauszögern nichts mehr. Alright, was habe ich verloren? Naja, genau, hier halt. War Chloe zu langsam. Wobei nein, eigentlich nicht. Ist eigentlich egal. Naja, ja und nein. Keine Ahnung, ob Eager irgendwie gestrippt hätte oder so, dann hätte Garo sie nie gekillt, aber egal. Ich hätte mich da, sage ich mal, wirklich, ich hätte mich viel mehr spielen können, wenn ich wollen hätte. Aber das wäre ja. Das wäre ja alles mega langweilig. Gut. Hier noch irgendwie Scrolls oder so. Nein, na gut. Aber trotzdem danke fürs Zuschauen und
Hoffentlich bis zum nächsten Siege-Video. Also, bis dann.